das Problem, wie ich es sah oder wie ich es fühlte, war immer nur das Deckmäntelchen über die Idee von Trennung. Der Moment, wo klar wird, es gibt hier keine Lösung, es gibt in der Zeit keine Lösung, es gibt in deinem eigenen Denken keine Lösung, in deinem getrennten Denken. Aber ich erhebe Anspruch auf das universelle Hallo. Ich erhebe Anspruch, dass ich gemeint bin. Dass ich im universellen Hallo adressiert bin. Dass ich nicht ein Zaungast bin, sondern dass es sich um mich dreht, dass es sich um dich dreht. Der Master Teacher hat eine Serie abgehalten, die hieß Der kosmische Flüchtling. Jetzt darfst du raten, wer der kosmische Flüchtling ist. Ich bin gesucht, du bist gesucht. So, da, wo alles eins ist, da glaubt einer, dass er getrennt sei. So, also wenn es nichts gibt, was im Universum unbekannt ist, wenn es keine privaten Gedanken gibt, wenn es keine private Welt gibt, wenn es keine private Erlösung gibt oder keinen privaten spirituellen Weg. Es gibt nichts Schöneres, als zu erkennen, dass die Lösung, die dir gegeben ist, die Wiederkunft Christi, ein Geschenk ist, das eigentlich nicht nötig ist, weil du bist, wer du bist. Jeder ist, wer er ist. Wozu brauchst du eine Wiederkunft? Jeder ist eins mit Gott. Wozu brauchst du Erlösung, wenn der Sohn Gottes frei ist? Aber wenn ein Bedürfnis da ist, wenn in dir ein Bedürfnis da ist und dein Bedürfnis ist da, sonst würdest du nicht auftauchen. Du würdest nicht auftauchen physisch. Dann ist es ein Bedürfnis zu erfahren, dass du tatsächlich frei bist. Ein Bedürfnis hier zu erfahren, dass du selbst in dieser Umgebung, die du erträumst oder die du dir vorstellst, dass du hier frei bist. Dass das hier nur ein Schleier ist, der verdecken sollte, dass Freiheit ist. Dass es nichts gab, was von dir verlangt wurde. Dass dann nichts war, was von dir in Vollkommenheit gebracht werden musste. Sondern dass die Erlösung einfach nur verlangte, dass du dich in keinster Weise veränderst. Und dass Veränderung in dir komplett unmöglich war. So, was anderes könnte eine Freiheitserklärung sein, weil deine Freiheit durch nichts beeinträchtigt wird. Wenn wir sagen, okay, es sieht für mich so aus wie ein Weg, es sieht für mich so aus wie ein Prozess, es sieht für mich so aus wie, da passiert etwas mit mir, dann sind wir einfach nur bereit, dass wir in einer Art von Frequenz abgeholt werden, die bisher vergessen war, die in deinem Geist ist, aber bisher vergessen war. Es öffnet sich eine Kommunikationsverbindung in dir, die für einen Augenblick aussieht wie nichts. Kommt dir das vertraut vor? Ein Moment, der aussieht wie nichts. Ein Moment, der aussieht wie, da passiert nichts. Oder da ist keine Verbindung. Keine Verbindung. Oder mein Bruder ist nicht da, ich finde keine Kommunikation. Aber wenn du für einen Augenblick still, noch einen Moment stiller bist, wenn du Anspruch erhebst auf diese eine Möglichkeit, noch einmal länger an der Illusion vorbeizugehen. Und du Anspruch erhebst darauf, dass du vollständig bist. Und Jesus sagt zum Beispiel an der Stelle, meine Jünger schliefen ein, als ich auf dem Ölberg mit dem Tode ring, aber ich konnte nicht böse sein mit ihnen, weil sie mich nicht wirklich verlassen konnten. Aber genau da ist eine Lektion für, genau diese Lektion war für ihn da und ist für jeden da, weil die Kommunikation nicht unterbrochen wurde.
Es ist einfach nur ein Moment in dir, in deinem Geist, in dem etwas, wo Liebe sich nochmal neu in dir geboren zeigen kann. Und der Bringer warst wieder du. Es war kein anderer. Es bestätigt sich lückenlos, dass du aufgerufen bist, dem Himmel das Himmelreich beizubringen. Lückenlos.